Herzlich willkommen bei der Islamischen Gemeinde Nürnberg. Ja, Sie haben richtig gehört. Und da, wo die Kinder gerade klettern, war früher einmal ein Aufzugschacht. Das hat angefangen mit der Begeisterung von der Jugendgruppe. Also nach den Ausflügen, Kletterausflügen, haben wir gemerkt, dass der Klettersport beliebt ist. Und da vor einem Jahr waren wir dabei, zu überlegen, wie wir den Jugendraum ausstatten. Also es war hier ein Laden, wollten wir einen Jugendraum daraus machen. Und dann haben wir gedacht, was sollen wir da reinbauen? Und dann ist die Idee entstanden, also aus dieser ehemaligen Ausflugsschacht eine Attraktion für diesen Jugendraum zu machen. Wir haben eine ehemalige Aufzugsschacht gehabt. Und dann dadurch, dass wir auch der Hektari bei uns als Jugendbeauftragte da war, dann kam auf die Idee, dadurch, dass er auch mit PLSV zusammenarbeitet, kam auf die Idee, dass wir statt, weil geplant war, dass wir hier Büros aufbauen statt die Aufzüge, dann kam auf die Idee, ob wir da die Möglichkeit haben, hier eine Kletterwand zu bauen. Und da war bei uns eigentlich die Entscheidung schnell gefallen, dass das genehmigt wird. Und dann haben wir auch Kontakt mit dem BLSV aufgenommen und dann das Projekt im Gange gemacht. Und diese Attraktion soll nicht nur muslimischen Jugendlichen zur Verfügung stehen. Bei der Islamischen Gemeinde Nürnberg setzt man voll auf Integration, wie der Name Integrative Kletterwand schon andeutet. Für mich, also die Nationalität spielt keine Rolle. Ich kann niemand fragen, wo er kommt. Die Hauptsache ist bei uns willkommen. Es kommen Nachfragen, aber wie gesagt, es ist, wie Sie wissen, ich meine, das ist auch eine gewisse Bürokratie da ist, das heißt mit Versicherung, ob derjenige, der kommt, eine Kursleiter hat oder nicht. Und wenn nicht, dann müssen wir schauen, ob wir, diejenige, die das leiten kann, auch Zeit hat. Also wir sind noch dabei, sagen wir, das besser einfach zeitlich zu organisieren. Was wir erreichen wollen, dass junge Menschen sich treffen können, abgesehen von ihrem Glauben, von ihren Hintergründen, einfach gemeinsam Zeit verbringen und Vertrauen gegenseitig aufbauen. Das heißt, und das kann man sehr gut üben im Klettersport. Es geht darum, jemand muss sichern, einer klettert und derjenige, der klettert, vertraut denjenigen, der sichert. Und das wollten wir auch pädagogisch weiterbringen, heißt es, also durch diesen Klettersport. Angesichts der anhaltenden Flüchtlingswellen haben sich die Verantwortlichen der Gemeinde auch schon Gedanken gemacht, wie beispielsweise syrische Kinder aufgefangen und integriert werden können. Natürlich mit Sport. Genau, das ist auch für uns sehr wichtig, meine, mit Flüchtlingen. Wir haben auch eine Abteilung Sozialbereich, heißt, das heißt, die sind auch Zusammenarbeit mit den verschiedenen Flüchtlingsinstitutionen, Zehndorf oder Regensburger Straße. Wir bieten verschiedene Aktivitäten, auch Sport. Und da wäre auch eine Möglichkeit, dass wir auch die Kinder hier einladen. Aber das muss man auch, wie gesagt, wieder nochmal schauen, wie wir die Kinder hier bekommen können, mit Transport oder mit Genehmigung. Aber die Gemeinde auch ist sehr engagiert in dem Bereich. Diese Einstellung und vor allem die sportlichen Möglichkeiten stimmen auch den Bayerischen Landessportverband sehr positiv. Wir sind sehr zufrieden, ne? Also für mich ist es gerade toll, wo ich halt auch mit vielen Gruppen zu tun habe, hier einfach herkommen zu können. Normal zahle ich in der Kletterhalle für pro Person 10 Euro ungefähr und hier kann ich einfach umsonst rein. Das ist für mich einfach eine tolle Möglichkeit. Und natürlich gibt es hier auch einen Austausch zwischen den einzelnen Gemeinden auch. Es gibt hier einen interreligiösen Austausch, wo dann halt auch zum Beispiel eine Gruppe von der evangelischen Gemeinde herkommt und dann einfach hier auch die Sachen mitnützt. Mit dieser Kletterwand soll aber noch lange nicht Schluss sein. Langfristig ist unter anderem auch der Bau eines Schwimmbades geplant, das nicht nur die Mitglieder der Gemeinde nutzen können. So nimmt die Islamische Gemeinde Nürnberg in Sachen Integration eine Vorreiterrolle ein, an denen sich so manche eine Scheibe abschneiden könnten. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.